Einmal. Zweimal. Dann müssen wir da unten, kann der. Dass er sich nicht selber im Weg steht. Dann haben wir die schon mal. Getreidefarmen bräuchte ich noch zwei. Haben wir denn dafür Platz? Ist okay so. Ja. Gut. So, der dürfte mittlerweile angekommen sein. Jawohl, zack. Nochmal beschäftigt. Und hier ist das Haus fertig. Brauchen wir nämlich noch 5 Geologen. Die wollen ja mal den Berg zerflicken. So, ein hier, ein da. Von der Schweinefarm hin. Den Bäcker hin und eine Mühle hin. Wird nur noch der hier. Wenn ich genug nach hinten gehe, dürfte ich dem nicht im Wege sein. Nee, passt. Gut. So, Nahrungsproduktion in Auftrag gegeben. Der hackt mir jetzt hier unten und die Kollegen verteilen sich bitte mal großzügig im Gelände. Da hinten zu suchen macht noch keinen Sinn. Sehr schön, sehr schön. Eisen. Die lasse ich jetzt erstmal in Ruhe suchen. Dann kommt hier noch ein Tempel hin. So, dann ist hier die Massenproduktion gestartet. Hier haben sie schon mal so ein bisschen was gemacht. Gut. Da kann ich nur jetzt gerade nicht viel weitermachen. Muss jetzt erstmal abwarten, dass die hier soweit sind. Ja, ja. Das heißt, das nächste, was ich jetzt auch noch brauche, das geht jetzt hier zack, zack, zack. Alles. Eine Werft. Und dann hier oben eine Anlegestelle. Hoppla. Jetzt habe ich hier aber, glaube ich, wirklich bald mal alles in Schwung gebracht. Jetzt rede ich hier langsam schon ein bisschen, so ein bisschen Arbeitspanik hier so. Hier packe ich eine Kohlemine hin und gut ist. Goldmine. Goldmine. Eisenmine.
So, da könnt ihr in der Mitte nochmal suchen. Könntest du jetzt eigentlich mal unten suchen? Der See findet hier nichts mehr, ne? Nee. Gut, komm, dann stell dir euch mal. Schon mal ans Ufer, weil euch brauche ich ja dann auch auf der anderen Insel. So, hier ist auch Kohle. Gut, weiter geht's. Okay, hier ist nix. Durch nix. Dieser Holzfäller findet keine Bäume mehr. Ja, wo los ich die denn jetzt hocken? Ja. Er soll mal warten, bis es da wieder Bäume gibt. Gleiches gilt für den. Sollen wir mal warten, bis es da wieder Bäume gibt. Kohle. So. Schicke ich den jetzt mal da runter und den mal da hoch. Machen wir es mal so rum. Ja, der hat keine. Das ist mir klar. Das mocht nichts. So, es scheitert wahrscheinlich an den Steinen. Ja, das dachte ich mir. Ich nur einen Steinbruch habe hier. Hier auch noch mal einen zweiten hinstellen, dann würde es ein bisschen schneller gehen. Weil es eigentlich auch so schon relativ flink geht, ne? Also ja, aber gut, trotzdem, wir haben nicht ewig Zeit. Hier droht nämlich eine drohende Drohung zu drohen und die droht da so rum. Und das mögen wir nicht. So. Das hier müssen bauen wir nochmal. Seine Steine sogar schon. Sehr gut, dann gehen wer seine Steine schon hat. Muss ich nur warten, dass der sein Holz kriegt. So, und wenn die anfangen zu bauen, hören die auch nie mehr auf. Die sind sich noch ein bisschen unschlüssig, die zwei. So, jetzt, gut. Dann kann ich dem eigentlich die Priorität schon wieder wegnehmen. Damit die an allem anderen auch weiter bauen. Was ist für eine Farbe, genau. Ah ja, der ist schon am Korn an Pflanzen. Der fängt jetzt auch an. Gut, gut.
Ja, ich kann noch ein kleines bisschen weiter hochgehen. Ist ein Abstand zu dem hier. So. Und zwei Tempel. So, wunderbar. Aber auch das. Ah, die haben jetzt eine ganze Weile zu tun. Der zweite Steinbruch ist fertig. Das heißt, die können jetzt hier zu zweit kloppen. Das ist schön. Der hat hier unten auch schon ganz viel neuen Stein eingenommen. Prima. So, wo sind wir denn aktuell? Wir müssten ja genau, müssen jetzt eigentlich bei Bäcker und Mühle sein. Schweinefarm steht ja schon. Gut, 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 gut. So, der geht auch schon auf seinen Arbeitsplatz. Schick, schick. Ja, da kann ich gerade nichts machen. Ich muss jetzt gezwungenermaßen warten, bis die hier soweit sind. So, aber der Bäcker ist schon so gut wie fertig. Die Mühle kommt dann. Kommt jetzt auch schon ihre Steine. Das hat ja sowieso auch ein bisschen Zeit, alles. Aber der Wein ist jetzt hier schon bald fertig. Wir müssen ja sowieso erstmal hier das Korn anpflanzen, bevor das hier verwertet werden kann. So. Ja, da kommt der zweite Stein, damit ist auch die Mühle durch. Dann geht's hier unten bei dem weiter. Na, Mühle ist fertig. Damit kann jetzt zumindest schon mal Brot gebacken werden. Sehr gut. Dann kommt jetzt hier der letzte Stein zur Schlachterei. Dann kann auch geschlachtet werden. Theoretisch, was halt noch fehlt, ist der hier. Aber da das Korn eh noch nicht so weit ist, ist das gar nicht so schlimm. Der müsste jetzt als nächstes dran sein. Jawohl. So ist es. Holz haben wir nach wie vor immer noch mehr als hier noch. Lass ich da arbeiten, ne? Das ist gut. Also den würde ich gerne da arbeiten lassen. Der soll nämlich das da hinten auch weghauen. Sobald es denn in unser Land gehört. Der hat auch gerade nichts zu tun, ne? Der könnte so lange die zwei, drei Bäumchen da hinten umhacken, bevor er gar nichts macht. So, der Brunnen ist auch fertig. Okay, damit ist die Nahrungsproduktion schon mal in Gang gebracht. Die läuft dann jetzt. Dann dürfte der Tempel jetzt wiederum der nächste sein. Da ist er. Damit dann jetzt ist hier nämlich auch überall der Wein fertig. Das käme mir jetzt ganz gut, wenn der jetzt fertig würde. Das sieht gut aus. Dann machen die da weiter. So. Hier oben haben wir noch ein bisschen Ruhe, noch ein bisschen Platz zu den Gegnern. Den brauchen wir jetzt auch erst einmal. Ich kann hier momentan nicht viel machen sonst. Ich könnte hier aus Spaß an der Freude... übergangsweise ein Lager hinstellen, wo die Stein und Holz reinpacken, damit die hier noch so ein bisschen weiter hacken und produzieren. Und wenn ich dann hier anfangen will zu bauen, das wäre eigentlich ganz nice. Dann das mal alles zu. Sollen die mal nicht einlagern hier? So, dann sollen die hier einfach mal Holz und Stein ein bisschen schon mal auf Vorrat produzieren. Wenn dann da drüben die Bauphase losgeht, sind wir dann schneller. Das ist doch ganz nett. So.